lieber Herr Lars, ich finde, die Menschen wissen viel zu wenig über euch. Und deswegen brauchen wir jetzt ein kleines Interview. Und Caroline scheint mir die journalistisch die seriöseste zu sein. Und deswegen würde ich sagen, kommt doch alle dreimal in die Mitte. Du nimmst doch das RTL-Mikro mit. Ich frage aber erstmal unser Publikum, bevor wir wissen, worum es geht. Ich frage Sie nach einer schönen Autobahnausfahrt. Bottrop Heu? Boy? Puffendorf? Puffendorf, Kinder! Ich grüße Puffendorf, meine Damen und Herren. Wie war das? Da bin ich noch nie raus. Ja, pass auf, Respekt, Oliver und Lars. Ihr seid tatsächlich. Ihr seid tatsächlich auf Knien nach Puffendorf gerutscht. Liebe Puffendorfer. Wir entschuldigen uns. Dieser starke Mann, ihr seid nämlich jetzt eine Person. Also Olivars sozusagen. Ihr seid mit wunden Knien nach Puffendorf und ihr dürft jetzt über dieses herrliche Erlebnis dürft ihr jetzt immer nur abwechselnd Wort für Wort sprechen, weil ihr seid eins. Also komm auch nicht mehr viel hoch. Vergnügen bei deinem Interview. Ja, vielen Dank. Bei mir ist jetzt der Herr Flitzebogen. Wir sind hier in Puffendorf und es ist unglaublich, er ist hier auf den Knien hingerutscht. Wo kamen Sie denn her? Aus Detmold. Das ist ja unglaublich weit weg von Puffendorf. Wie kamen Sie denn auf die Idee, das Ganze auf Knien zu machen? Ich hatte nichts zu tun und dachte vielleicht mal so einfach. Steckt da nicht doch ein gewisses Verlangen nach Medienpräsenz dahinter? Selbstverständlich nicht. Aber ich wollte zugeben, dass ich nicht ganz rein. Bin. Das bedeutet was genau? Gute Laune. Haben und keine schlechte Laune verursachen. Also was ja viele nicht wissen, Sie haben das ja durchgehalten, nur indem Sie sich selber gepusht haben mit so einem Wanderslied, was Sie sich immer wieder vorgesungen haben. Können Sie uns das jetzt nochmal vorsingen? Ja? Ja. Ja? Auf der Reeperbahn nachts auf dem Knie. La la la. Ja, das Mensch, das spornt an. Toll. Und haben Sie denn Schmerzen oder haben Sie da irgendwelche Protektoren an den Knien? Ja. Meine Knie sind sehr holzig. Holzig, das heißt, es sind gar keine echten Beine? Nein, sondern Holzbeine. Jetzt schauspielerisch so richtig gefordert. Wir spielen einen großen Stoff. Es geht um ein Mädchen, das 100 Jahre geschlafen hat und trotzdem immer noch wie ein Knaller aussieht. Könnte Werbespot für Nachtcreme sein, für Schlaftabletten. Aber es geht um Dornröschen. Und wir haben eine wunderbare, große Regisseuse zur Hand. Barbara, du wirst das Ganze inszenieren. Ja. Hm? Und Caroline, du bist das Mädchen, das spinnt, du bist Dornröschen. Dann brauchst du natürlich noch jemanden, der dich wach küsst. Das macht der Lars. Und, ach, das kann ich machen. Olli, ich muss mal die Drecksarbeit machen. Freund der Berühmte. Mein Spaß. So, Olli, du gibst uns natürlich Dornröschens Vater, der König. Und ich spiele die Fee Nummer 13, die nicht eingeladen wurde, die böse Fee, die dann die berühmte Spindel bringt, ja? Ja. Die bringt Dornröschen zum Spinnen. Aber was rede ich? Ich muss spinnen. Ich übergebe jetzt an dich. Wir nehmen unsere kleinen Kostüme und du erklärst uns, welchen Teil von Dornröschen wir jetzt geben sollen. Ja!
Da gehe ich mal zu meinem Regiestuhl. Ach, hm, guck mal, da kommt er. Mensch! Oh. So, ihr wisst, worum es geht. Nee. Nee. Das schon, aber nee, ich warte mal, bis ihr angezogen seid, Leute. So läuft's nicht. Nicht schlecht. Hier steht. Sieht aus wie Siegfried und Roy. In einer Person. So, dann Person. Ich mal meines. So. Little geht? Richard. Oh nein, okay. Dirk, du kannst aber auch alles tragen. Geht? Ja. Ihr seht toll aus. Ja. So, ich erkläre euch ganz kurz, worum es geht. Dornröschen ist ja klar. Zu deiner Geburt wurden alle eingeladen, alle Feen, bis auf eine. Und die ist jetzt sauer. Deswegen wirst du an deinem 16. Geburtstag dich an einer Spindel stechen, weil du eben, doof wie du bist, doch in den Turm gegangen bist, um die Spindel anzufassen. Ja, danach fällst du in einen 100-jährigen Schlaf, dann kommt der Prinz. Sägt dich frei, küsst erst deinen Vater und was? Dann dich wach. Das steht überhaupt nicht in dem Märchen. Ja, allerdings. Und am Ende, wahrscheinlich wird geheiratet. So, Dirk ist die böse Fee, die dir die Spindel anbietet. So. Schlimm verkleidet als gute alte Frau. Sehr lustig. So, es geht los. Ihr spielt jetzt einfach mal schön durch, damit wir mal reinkommen in den Stoff, in den schwierigen. Und Action! Ja, hör mal zu, Dagmar oder wie du heißt. Röschen war es, ne? Wenn man so viele Kinder hat wie ich, kommt man durcheinander. Pass auf, wegen der Sache mit dem Fluch, mach dir keine Sorgen. Ich habe alle Spindeln im Königreich verbrennen lassen. Ja, wir haben einen großen Scheiterhaufen gebildet, noch ein paar Hexen oben draufgelegt, der brennt da hinten. Ich habe wirklich alle Spindel. In dem Turm ist möglicherweise noch eine Spindel. Also tu mir den Gefallen, nicht in den Turm gehen, weil da liegt noch eine Spindel. Ist das angekommen? Turm? Nein. Reingehen? Böse. Rüdli-Schule. Also, ich verlasse mich auf dich. Ist das langweilig? Wie war das nochmal mit dem Turm? Reingehen? Hier ja. Ist der Turm, komm doch auf den Turm. Ich glaube, ich gehe mal zum Turm. Hier ist der Turm, kleines Röschen, komm auf den Turm. Spinn, 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 spinn. Wow! Spinn. Hallo! Hallo, Röschen! Wow, was ist das? Dies ist eine. Kleine Krone, die dir vom Kopf gefallen ist. Ach, die brauche ich nicht mehr. Okay. Mein Papa kauft mir eine neue. Das ist gut. Dies hier ist ein Spinnrad, wie du unschwer kennen kannst. Und das dort oben ist eine sehr moderne neue Spindel. Möchtest du sie vielleicht einmal berühren? Cool. Ja, cool. Au! Ich bin es nämlich. Du wirst von dieser Spindel gepickt und musst für 100 Jahre schlafen und mit dir dieses ganze Schloss und eine riesige Hecke wird wachsen. Und du wirst dort hinter liegen und nicht mehr gefunden werden. Und ich krieg die Hecke nicht hoch. Doch, da steht sie. Die ist so doof, das gibt's überhaupt nicht. Meine Fresse, ich hab dir 100-mal gesagt, du sollst diese Spindel. Au! Oh, Scheiße. Sehr lustig, gefällt mir. Weiter. Dornröschen war ein schönes Kind, schönes Kind, schönes Kind. Dornröschen war ein schönes Kind. Brrr, brrr. Vorsicht. So. Ich bin Prinz, Tausendschön, ne? So. Ich werde jetzt diese Hecke beseitigen. Die Hecke muss weg! Die Hecke muss weg! Die Hecke muss weg! Moment, klappt nicht. Moment. Tja, 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 tja. So.
Das wäre der angenehme Teil. Das wäre der anstrengende Teil, meine ich natürlich. So, Ene, Mene. Aha, da liegt die holde Maid. Oh, meine Kopfbedeckung. Egal. Oh. War doch gut gewesen. Ja, war gut gewesen. Ich fand's gut. Ja. Alles ganz toll. Hast du gesehen, wie ich hier gestanden habe? Ja, und habe so gespielt, als würde ich in meinem Schloss stehen und würde alles durch eine Kristallkugel sehen. Ja, das hab ich die Nase hängt jetzt schiefer, die ist gerissen. Ich musste die neu flicken. Nein, die ist jetzt anders. Aber hast du das gesehen mit dieser... Vor. Die ist besser, ne? Aber mit der Kristallkugel war es das war ein toller im Prinzip Einfall. Gut, ne? Aber warte, du warst ja gut, weil du sprichst unser altes Publikum an. Wir haben aber noch mehr alte Leute. Wie hast du sie denn geflickt in Gottes Namen? Na, ich musste jetzt im Nasenloch binden. Oh nein. Ist jetzt anders. Naja, gut. Wir müssen an die alten Leute denken, Leute. Wir müssen ein bisschen langsamer. Es ist für die ältere Zielgruppe. Spielt es wie im Altenheim. Ihr seid alt, ihr seid gebrechlich wir und ihr spielt deutlich für alt. Ich bin alt, was bleibt mir noch? Soll ich tot spielen? Ja. Also die Szene spielt im Altenheim. Nein, die spielt nicht im Altenheim, sondern die spielt fürs Altenheim. Ach, fürs Altenheim. Für. Also wir sind nicht alt. Ach, hier ist meine Mütze. So. Ihr seid nicht alt, aber langsam. Damit das alles gut verstanden wird. Und Action. Schwester! Schwester! Papa, bist du's? Ich wollte mich beschweren. Herr Sawatzki aus Zimmer 105 hat in meinen Schuh gekackt. Komm, bitte schnell durch. Bevor ich gehe, noch was ganz Wichtiges. Ja. Geh in keinem Fall in den Turm. Hä? Nicht in den Turm gehen! Und weißt du auch warum? Ja, ja! Hab ich vergessen! Was hat der jetzt gesagt, der Junge, in den Turm gehen? Ja. So. Der Turm ist geschlossen, Sprechstunde ist nur zwischen 14 und 15 Uhr! Dann kannst du reinkommen! Ja. Hallo. Mensch, was machen Sie denn da? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mich schon mal hingesetzt. Ich habe vergessen, was ich mache. Ich guck mal. Ja, guck mal, da oben ist was Spitzes. Oh, nee. Hast du dich gepickt? Oh. Nicht gut bekommen, ne? Ja. Na, Hedwig, haben Sie bei dir endlich die Apparate abgestellt? Leg ich mich mal direkt daneben, du. Ich müsste mal nur gucken, wie wir denn alles ans Blühen bekommen. Die großen Hecken, die stehen ja noch. Das kann dauern, bis die Blühen. Ich bin so weg, als ist sie dann noch da oben ist. Oh, die Fisch bekomme ich jetzt von. Oh, die erste Ecke, die steht. Ja, dann ist die zweite Ecke. Die zweite Ecke steht. Oh, wir waren schön. Kristallkugel, das weiß ich noch. Heut geh ich ins Maxim, weil ich da immer bin. Ich treffe all die Damen, nenn sie beim Kosenamen. Meine Mütze. So, ich werd noch 100 Jahre alt. So, also jetzt,
Nanu, ist ja alles so total durchwachsen hier. Das habe ich ja gar nicht damit gerechnet. Nee, mal gucken, ob ich so viel Kraft noch aufbringe. Moment. Gleich, alter Trick. Oh, herrlich. Klappt immer. Oh, mein Fritz. Ach, und da ist ja auch die holde Maid. Ja, so habe ich sie mir vorgestellt. Oh, ja, na, dann wollen wir mal. Schlägt. Oh, meine Kehle. Meine Kehle. Entschuldigung. Das ist sie natürlich. Ja, oh, jetzt ist es raus. Naja, egal. Oh, tut sich ja nicht. Ich hab doch meine Zähne noch gar nicht drin. Ja, gut. Schluss! Hammer im Kasten. Im Prinzip hat mir sehr gut gefallen. Ja. Falls aber jetzt das ZDF sagt, dass sie es nicht haben wollen, müssen wir es doch für eine jüngere Zielgruppe machen. Deswegen vielleicht ein bisschen Erotik. Ich möchte jetzt nicht einen richtigen Porno, aber einen Softporno sehen. Denkt einfach darin, dass ich jetzt über die Kamera so eine kleine Strumpfhose ziehe. Alles hat so einen Weichzeichner-Effekt. Und ihr kommt euch einfach so ein Stück weit näher. Ich freue mich. So. Ach, mein Mann ist wieder auf Montage. So ist es, Hallöchen Chantal. Hi, na, bist du der Handwerker? Ja, ich komme vom Installationsbüro Fummel und Partner. Und, ich wollte einfach nur mal die Rohre freipusten. Ja, mal unverbindlich ein Rohr verlegen. Nöff. Ja, aber ach, ich habe jetzt hab leider noch einen anderen Termin. Nur ein kleiner Tipp, ich würde nicht in den Turm da gehen, weil, also, ich will nicht zu viel verraten, aber da wohnt ein ganz übler Stecher. Viel Spaß. Da werde ich doch mal nachgucken. Gut, dass ich mein Höschen nicht anhab. Oh. Ah. Oh. Oh. Ich bleib ein wenig im Türrahmen stehen. Oh, ich stimuliere gerade noch meine Nippel. Befriedige. Spinn ich so ein bisschen geil vor mich hin. Spinn. Oh, ja. Spinn. Hast du schon meinen spitzen Spindel gesehen? Oben drauf. Guck, nein. Wie die ganz spitz nach oben ragt. Tust du mir damit weh? Ja. Aber ich würde dir nicht wehtun, aber ich würde dir so befreien. Pack die Spindel an. Schau mal hin. Ach, der kommt auch noch. Es ist wahnsinnig lustig. Tja, Chantal, ich hab's dir immer prophezeit. Eines Tages wirst du totgepoppt. Chantal, wie hast du immer zu mir gesagt, und wenn du der letzte Mann auf Erden wärst, mit dir gehe ich nie in die Kiste. Ich sag mal, jetzt werden die Karten neu gemischt. Ne? Was hast du denn da? Eine Spindel? Aua! Geil! Zwei habe ich besorgt! Alles ist gut gedüngt und sprießt wie verrückt! Jetzt muss nur noch ein junger Prinz kommen und alles zu Ende bringen!
Hallöchen, oh. Wo ist denn die Hecke? Die wilde, spitze Hecke. Ich hab nämlich meinen Säbel mit. Und damit werde ich tiefe Löcher in die Hecke schneiden. Und eins, so. Oh. Oh. Und zwei. Oh. Und da ist sie ja schon. Die kleine Wilde ohne Krone. Okay. Ich bin nur Statist. Du bist auch gleich dran. Nein. Schnitt. Egal. Jetzt geht's los. Sind Sie der Handwerker? Ja, natürlich. Ja. Oh, oh. Das tut mir leid. Das ist ja fast genauso. Also, stopp! Gar nicht verändert. Stopp! Ja? Stopp! Ich habe mich noch nicht mal ausgezogen. Ja? Deswegen! Der ist einfach zu soft, der Porno. Es ist zu soft, aber es hat mir gut es hat mir gut gefallen. Guckst du in deine Kristallkugel? Immer noch in die Kristallkugel. So geil. So geil. Wenn du das durchziehst, ja, das ja. ist super. Gnadenlos. Also, gut. Aber das ist mein Turm, hier kommen alle dran. Also, ja, okay. Der Welke soll sich bloß mal Der Welke kommt gleich dran, der kann sich in unserem nächsten Genre ein bisschen austoben. Leute, ich brauche Musik, damit es richtig swingt. Ich will ein Musical. Viel Spaß und Action. Ein Musical? Ein Musical, richtig gehört. Weißt du, das Ganze ist ein Rap-Musical. Und ich wollte nur sagen, dass ich dich als Künstler voll respektiere. Und sag viel Glück bei deinem Lied, was jetzt anfängt. Mach's gut. Ich darf nicht in den Turm. Voll Scheiße. Aber ich geh trotzdem kack drauf. Hier im Turm allein sitzt deine Muhme klein mit einem Spinnrädchen und wartet auf dich, Mädchen. Und wenn du dich nicht endlich mal pickst, sing ich genauso eintönig die nächsten 5 Minuten weiter. Karawane zieht weiter, die Prinzessin ist tot. Ich leg mich gleich dazu. Ah. Wegen mir könnte jetzt Werbung kommen. Musical! Also. Ja, ich bin der tapfere Recke. Man nennt mich 50 Taler. Ich bin ein tapferer Recke und ich bekämpfe diese Hecke. Denn hinter dieser Hecke liegt eine kecke Schnecke. Zack! So. I need a hero. I'm running up for a hero. Ein wenig besinnlich zu werden, meine Damen und Herren, denn hier ist der Mann mit den besten Tasten. Hier ist Helmut Zellert mit seinem Keyboard. Das heißt, ihr dürft euch wieder als Texter und Sänger beweisen, ihr Lieben, und Sie können dabei helfen, denn ich brauche jetzt einfach mal 4 alltägliche Gegenstände. Fangen wir mal hier an. Autoschlüssel. Autoschlüssel.
Das singt sich ganz prima. Autoschlüssel. So, jetzt den zweiten von dir. Was? Kleiderbügel. Und ich fahre weiter. So, der dritte. Schwangerschaftstest. Na, das ist doch so richtig schön melodisch. Schwangerschaftstest. Und den vierten nehmen wir von da drüben. Die Dame mit der Kette nochmal. Kugelschreiber. Kugelschreiber. Jetzt gibt es vier Begriffe für euch. Sie sind euch schon zugeordnet. Kommt doch einfach schon mal in die Mitte. Es soll nämlich der neue James Bond werden, der neue Titelsong für den ganz neuen James Bond. Also der zweite mit Herrn Craig. Und für den Titel brauche ich jetzt noch ein possierliches, kleines, niedliches Haustier. Frettchen, sehr schön. Frettchen finde ich sehr schön. Der neue James Bond heißt nämlich James Bond jagt das Killerfrettchen. Das ist der Titel des Films. Und diese vier... Gott, oh Gott. Kleiderbügel. Längere Worte gab es nicht. Nein. Wir haben nicht genug Zeit. Wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten, hätte ich auch längere Worte schreiben können. Aber nein. Also, James Bond jagt das Killerfrettchen. Ihr Lieben, und ich will all das hier hören, was hier draufsteht. Ich gebe es Ihnen noch einmal zur Ansicht. Du fängst an. Achso. Mit Autoschlüssel ist dein, glaube ich. Oh, dein Autoschlüssel. Du hattest ihn verloren. Aber Gott sei Dank hast du den Kleiderbügel. Den kannst du aufbiegen und den Autoschlüssel damit suchen. Tada. Jedem Gegner gibst du den Rest. Und zwar mit Hilfe deines Schwangerschaftstest. Denn dein Kugelschreiber kann schießen. Und dein Schwangerschaftstest kann töten. Ja, dein Kleiderbügel macht sie alle fertig. Scheißegal, ob du den Schlüssel hast. Hey, mach ein Stroh für jeder. Ja, ja, irgendwas. Jawohl, du warst mit dem Autoschlüssel in deiner Schüssel und fußt elegant die Straße entlang. Und der Kleiderbügel hatte sich dummerweise in der Unterhose verfangen. Das tat weh. Weh. Mein Name ist Bond. James Bond. Das sagst du gefühlte 12-mal am Tag. Doch ein Name ist viel cooler. Und er lautet Dirk Bach. Was sagt James Bond nochmal? Dirk Bach kommt und schneidet dir mit seiner Schere den Kleiderbügel aus der Unterhose raus. Gott sei Dank. Dann holst du den Autoschlüssel wieder hinauf. Und dann steht es vor dir, das Killerfrettchen. Hätten wir fast vergessen. Richtig. Aber es ist da. Und dann sagst du Killerfrettchen. Bleibt sie doch. Killerfrettchen. Abspann. Ja.
Wir holen uns ganz kurz in der schönen, bunten Produktewelt. Bis gleich.